Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute geht es um eine Frage, die wahrscheinlich jeden interessiert, anfängt Pilze zu züchten. Und zwar, welchen Feuchtigkeitsgehalt muss das Pilzsubstrat haben? Mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 60% seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wenn ihr das als Grundlage nehmt und da ein bisschen rumexperimentiert, dann werdet ihr auf jeden Fall Erfolge erzielen. Die Frage war einfach, die Antwort auch. Die Umsetzung ist vielleicht nicht ganz so leicht, deswegen werde ich euch in einem anderen Video noch erklären, wie ihr den Feuchtigkeitsgehalt eures Substrats genau berechnet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch fürs Pilzezüchten generell interessiert, abonniert einfach meinen Kanal oder schaut auf meiner Webseite fungino.de vorbei. Ich würde mich freuen. Bleibt gesund, bis bald.